Bedeutet also, wir haben neben den zwei eigenen Rätselphasen jetzt noch eine dritte bekommen. Wahnsinn. Ist also jetzt müssen wir das Gehirn nochmal so ein bisschen resetten. Wieder was anderes als diese Geschichte mit den Social Media Posts und wieder was anderes als die Dailies im Gasthaus. Heiliger. Und es geht um dieses Bild. Dieses Bild, Gabaksai, das ist es, was uns interessiert. Und das sieht mir aus wie irgendwas mit Handwerk wieder. Es könnte Inschriftenkunde sein. Es könnte Verzauberung sein. Hat ihr hier irgendwas mit Berufen? Flugmeister, Briefkasten, bedeutende Berufsausbilder, ja. Und zwar suche ich Verzauberkunst. Da will ich hin. Da müsste das sein. Das ist ja richtig weit entfernt. Okay. Zerax mit dem dritten und Ace mit der 66. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das ist eine Steinschleuder, das könnte auch sein. Eine verzauberte Steinschleuder. Irgendwo hier. Ah ja, das ist doch das Dingen. Guck mal. Das ist doch genau das Dingen von dem Foto. Da unten. Schatzi, schenkt mir eine Verzauberungsfackel. Hier ist noch eine. Ich glaube, es ist dann eher diese, ne? Da ist sogar der erste Hinweis. Benutzen wir trotzdem die Fackel? Machen wir. So. Fackel ist an, Hinweis hängt hier. Haltet die Fackel von Pyrrhes in der Enklave ohne Steine. Was? In der Enklave ohne Steine? Wo haben wir keine? Rubin-Enklave, Bronze-Enklave, Saphir-Enklave. Oh nein, meinen Sie Bronze-Enklave, weil Saphir, Rubin und Smaragd sind ja, nicht Pokémon-Editionen, sondern, na, Schmucksteine und so? No way. Meinen Sie die Bronzene? Das könnte sein. Obsidian ist da auch irgendwie, ne? Steingelöt. Oh mein Gott, das ist es, oder? Wow. Wow, ich wusste, so wie Pokémon spielen zahlt sich irgendwann aus. In der Enklave ohne Steine. Dachte erst, gut, die schwarzen Drachen haben mit Steinen und Erde zu tun. Aber das schließt ja zu wenig aus. Also muss es irgendwas anderes sein und so weiter. Aha! In dieser Kohlepfanne. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich war mir sehr sicher, dass es irgendwo in den Häuschen ist. Aber nein, hier schwebt er. Der zweite Hinweis. Na, guck an. Die Allianz sträubt sich gegen Kurzens schlechte Medizin. Okay, Kurzen war im Schlingendorntal. Kurzens Truppenlager. Und diese Medizin, die da gedroppt ist. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Müsste Schlingendorntal sein. Nördliches, oder? Lass mal gucken gerade. Östliche Königreiche, Schlingendorntal, Ogerhügel, ich glaube, das war irgendwo hier, kurz ins Truppenlager. Hinweis, Fragezeichen. Was zum, was, warte, hä, ich kann nicht anhalten. Was sind das jetzt? What? Was sind das? What the hell? Ich bin Tauren, das ist, was zum, ich komme nicht ran. Jetzt, dankeschön. Was passiert denn? In Sulgurub die Windung und der Verrat, der Tempel und die Terrasse. Aber es geht allen so, ne? Wenn ich das hier ansehe, das soll so sein. Ja, das soll so sein. Verwirrung. Vielleicht eine Anspielung an diese Medizin? Hat die einen so desorientiert werden lassen, oder? Das ist ja total beknackt, Junge. Schön bei allen. Oh Gott, das gehört dazu, glaube ich. Hilfe. Sulgurub, Windungen, Terrasse. Ich fürchte, ich muss es aber nochmal lesen. Ich denke an, was hatten wir so? Schlangen, oder? Windungen, denke ich an Schlangen, Hakar und Co. Aber es ist auch irgendwann vorbei, wie es scheint. Okay. Die Windung und der, Vorrat. Nicht Verrat, sondern Vorrat. Der Tempel und die Terrasse. Windungen. Okay. Na gut, dann auf nach Sulgurub. Was windet sich denn da so? Meinen Sie das alte oder das neue Sulgurub? Hat sich da so viel verändert? Nee. Vielleicht doch in die Instanz? Ja, das könnt ihr ja mal spoilern. Muss ich in den Dungeon? Wehe, ihr schreibt jetzt ja. Wehe. Es ist wirklich der Dungeon. Das wäre so beknackt. Hier war die Panther-Tante, oder? Nee. Wirklich? Ach. Echt jetzt?
Nein. Wirklich? Ach komm, ey. Und wir flattern hier irgendwie 20 Minuten rum, oder was? Okay, na gut, dann gucken wir da jetzt mal hin. Junge, das ist frech. Das ist frech. Ich hoffe, die armen Leute, die hier gerade rumfliegen, merken das dann auch. Aber ich fand, wir haben schön mit den Hinweisen gearbeitet. Ich fand unsere Lösungswege eigentlich trotzdem ganz cool. Und hier liegt einfach. Okay. Okay. Ich glaube, es ist im Dungeon drin, Leute. Ich glaube, es könnte im Dungeon sein. Wir können uns nicht völlig sicher sein. Aber es ist eine Möglichkeit. Wow. Ey, und wir so mit Wurm und Wegen und Flüssen, ne? Und Blizzard so, hier sind Pfeile, ihr Dödel. Scheiße. Oh Gott, hier. Zum vierten Hinweis immer näher. Bro, hier sind Pfeile auf dem Weg. Oh, egal. Egal, ich fand, wir haben das sehr schön zurechtgeschlussfolgert. Das lasse ich mir nicht nehmen von den Pfeilen. Okay, und jetzt wird's tricky. Immer näher, immer näher. Warum sind das jetzt zwei Wege? Naja, wir gucken mal hier. Aha, ein Teil des vierten Hinweises. Verstehe. Die Schlangenwachen fand ich auch immer richtig cool. Wandverbündetes Volk. Und das war wirklich nur der Glitzer. Prinzessin. Aha. Prinzessin. Haben wir schon Bilder zum neuen Feendrachen? Ja. Ist zum Beispiel auch das Thumbnail von meinem 10.2-Video. Den müsstest du eigentlich finden. Überall, vermutlich. Ich glaube, den haben alle in den Videos drin. Blizzard selber auch im offiziellen. Der geht ganz gut rum. Sieht auch hübsch aus. Prinzessin. Das ist der erste Teil. Und es ist sowohl die Schlange als auch der gewundene Weg, ha? Na, guck mal. Das war eben Trockenübung. Gar kein Problem. Gleich Temok mitnehmen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Schiss. Dass der Hinweis dann ist, lass den ersten Boss am Leben oder so. Darum bin ich jetzt ein bisschen vorbelastet. Darum haue ich mal nicht mehr um, als wir müssen. Wer weiß, wie böse die gleich noch werden. Da geht's weiter. Immer näher. Und es ist auch nur ein Pfeil in diese Richtung. Okay. Dann machen wir das. Jetzt sind hier wieder zwei. Na gut. Immer näher. Da steht immer dasselbe. Hier ging es ja dann zu diesem Archäologie-Boss, aber da müssen wir gar nicht hin. Prinzessin braucht. Okay, Prinzessin braucht. Was ist der dritte Hinweis? Twitch Prime. Ich bin die Prinzessin. Da ist sogar noch ein Zettel. Oh nein. Ach, das ist wieder so ein. Ach, Junge. Nein. Nein. Diese verdammten Trolle. Oh Mann. Jetzt müssen wir warten, bis die Verhexung vorbei ist. Oh, es war nur so kurz. Dankeschön. Diese miesen Obertrolle bei Blizzard, wirklich. Das ist ja unfassbar, Mann. Aber gut, Prinzessin braucht. Ich überlege, was die nächsten Worte sein könnten, weil Prinzessin, wen haben wir da? Talanji zum Beispiel. Malte, ja. Es ist Malte. Und er lacht. Da geht's weiter. In die Hütte rein? Nein. Vermutlich wieder zum nächsten Boss. Ist halt eine Trollinstanz, ja. Da hast du absolut recht. Ich hätte damit rechnen müssen, oder? Aber ich bin leider schlecht in Mathe. Sehr ärgerlich. Und da zeigt er tatsächlich auch zum Boss. Okay. Nicht nur, aber auch. Und vielleicht müssen wir diesmal sogar rein. Hier vorne habe ich keinen gesehen. Wald von Elven. Ja, true. Das Schweinchen, ne? Das könnte auch sein. Prinzessin braucht einen Mann. So lange ist sie allein am Rumkriechen, wird immer getötet. Das wäre sehr witzig, wenn es das Schwein ist. Oh. Das war nicht der richtige Hinweis. Unglaublich. Hinweis, Hinweis. Ist das fürchterlich, Junge. Oh Gott. Wie doof. Die spawnen die wenigsten. Ja, okay. Diese Fake-Zettel mit diesen Effekten, die spawnen. Prinzessin braucht ein Licht. Prinzessin braucht ein Licht. Okay, Licht vielleicht die Fackel. Und die Troll-Instanz, Troll-Prinzessin Talanji? Talanji mit der Fackel besuchen, maybe? Wäre jetzt meine erste Idee. Aber wir haben ja immer noch einen Pfeil, ne? Terrasan, oh, interessant, ja. Terrasan, Terradras, die ganze Family.
Auch alles zarte Zauberfeen. Vierter Hinweis. Immer näher. Okay, da steht zumindest jedes Mal dasselbe dran. Dann lass mal gucken, ob wir auch den nächsten Hinweis finden. Ich sehe zumindest keinen weiteren Pfeil. Ich sehe nur Zombie-Trolle. Zombie-Trolle, Zombie-Trolle. Mein Shami lebt noch in HC. Ja, da ist er. Der Hinweis, der Hinweis. Ich hätte ja einen blauen Hund am Ende auch sehr gefeiert nach dieser Hinweisjagd, aber hätte vermutlich dann mies auf den Kopf wegen Copyright gegeben, Junge. Blues Clues verklagt jetzt Leute. Let's go. Poba. Oh, Prinzessin Poba ist die Taurin, die von König Mukla auf der Affeninsel im Schlingdorntal gefangen gehalten wurde, oder? Wow, okay, an die habe ich nicht gedacht. Und Talanji ist mittlerweile Königin. True, true, dann ist es wirklich nur Poba und das Schwein. Holy hell, mit der Flaschenpost, ganz genau, Prinzessin Poba, ja. Ganz genau, ganz genau. Ja, da hilft natürlich ein bisschen die Dauerlevelei, ne? Das hat man alles so 10, 20 Mal durchgequestet. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und in Hearthstone gibt es ja König Mukla als Champ auf dem Schlachtfeld, wenn ich nicht irre. Okay, ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, da ist unsere Prinzessin. Prinzessin Puba. Und das ist hier auf dieser Insel gegenüber von Beutebucht, wenn man so will. Ja. Und sie brauchte ein Licht. Hallo Prinzessin, ich habe eine Fackel dabei. Ist das das Licht, das du brauchst? Oder ist es was anderes? Möchtest du lieber dem Vogel in die Augen sehen? Der macht ja auch irgendwie Licht, oder? Ja, nee. Nee, nee, Kacke. Sag mir nicht, es ist ein anderes Licht, das sie braucht. Oh, was ist denn da unten? Wait a minute. Warum liegt da unten ein toter Rätselschutz? Hier sind irgendwelche Kohlepfannen. Okay. Ich glaube, wir müssen nicht die Prinzessin anzünden, sondern die Kohlepfannen. Und möglicherweise drei Spieler gleichzeitig? Könnte es sein? Da drüben einer? Ja. Oh! Ey! Und hinten während der Sequenz werden andere totgeschlagen. Das ist ja großartig. Wie in Far Cry, wo wir mit dem Questgeber gesprochen haben und dann kam so ein Säbelzahntiger und hat den einfach weggerissen. Das war auch super. Okay, cool. Das war ja richtig nice, Mann. In der Kohlenpfanne die Prinzessin braten. Das ist auch eine Idee, ja. Das hätten wir auch machen können, aber jetzt ist es zu spät. Ach cool, sogar noch so ein gemeinsames Ding am Ende wieder. Nice, nice, nice. Es fehlen auch ein paar bei den Tradi-Rüstungen. Ja, tolle Drenai, Pandaren-Draktür, genau. Also da kann auch ein bisschen dauern, bis alle fertig sind. Ja, und dann fangen sie hoffentlich an mit geilen Questreihen zu Traditionswaffen. Gab es ja schon so ein paar Art ähnliche Geschichten dann Ende Shadowlands mit den Blutelfen, ne? Wo dann die Geisterlande von der freidrehenden Geißel überrannt wurden und. Da haben wir ja auch dann so einen geilen Speer bekommen und noch einen extra Mount und ach schön. Da können sie ewig treiben von mir aus, diese Spielchen. Können sie ewig treiben. Vol'jin wurde doch vom Dämon abgestockert, ja, aber mittlerweile ist seine Seele vom Königsloarisan ermächtigt. Und liegt in einem wildsamen im Ardenwald, bewacht von Vonsamdi, also was auch immer da schlüpft. Vol'jin, ich hoffe, es wird ein Dino-Geisterlor mit roter Mähne sein. Das wäre toll. Da ist er down. Das erste Booster-Teil kombiniert die erste, zweite und dritte Schubdüse in der Nähe einer ermächtigten Arkanenschmiede, um Mimirons Sprungdüsen zu schmieden und anzutreiben. Ach Junge. Ermächtigte arkane Schmiede. Da haben sie doch auf dem PTR mega rumgerätselt, was das für eine neue Schmiede ist, die da auftauchte, oder? Das ist bestimmt das Teil. Aber cool. Sehr, sehr coole Rätselei gewesen, ey. Hat mega Spaß gemacht. Gerne wieder.